Yo Brudis und Brudinas, was geht ab und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir kommen gerade aus Shisha Bar, machen jetzt YouTube-Video mit Audi SQ7. Bruder, hast du eine Midlife-Crisis oder so? Wie redest du, Digga? Du bist doch keine 20. Bruder, gib Gas, in die Nacht zu kurz. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ja, das war jetzt hier deine Idee, ne? Hast du gesagt, mach mal was Lustiges, hast du mich wieder missbraucht, ne? Auf Krampf lustig sein. Auf Krampf lustig sein, ne? Dass die Leute hier was zu lachen haben über mich, ne? Egal, auf jeden Fall, heute geht es um den Audi SQ7. Und zwar haben wir bei dem Auto, haben wir jetzt eine Stage 1 gemacht, also Softwareoptimierung. Und jetzt hat er 500 und plus PS, ne? Also ich sag mal so ungefähr 505 bis 510 PS sollte er haben und 1000 Newtonmeter Drehmoment. Und was wir heute machen wollen, ist Zeiten messen. Wir haben ja schon mal ein Video gemacht, wo wir die Zeiten gemessen haben. Da warst du auch dabei, ne? Jo. Haben wir 0-100 gemacht, 100-200 und sind sogar gegen CL gefahren, genau. Hatte der Audi SQ7 keine Chance. Zeiten, die wir damals gemessen haben, 0-100 war 4,8, habe ich nochmal geguckt. Und 100-200, da waren wir ein bisschen beide schockiert. Die erste Messung 16,4 und die zweite Messung 14,2. Die war dann deutlich besser. Die erste Messung, keine Ahnung. Also 14,2 gilt es zu brechen, sage ich mal, die Zeit. Und bei 0-100 4,8 war schon gut. 4,8 war schon gut und da bin ich echt gespannt, was der da macht. Weil eigentlich 0-100 ist ja eigentlich, sage ich mal, eher unwichtig. Wichtig ist die 100-200er Messung. Da geht es halt wirklich um alles. Ne? Das ist das, was zählt. Aber wir fangen erstmal ganz normal an mit 0-100. Was schätzt du? Oder was schätzt ihr? Schreibt mal eure Meinung oder eure Schätzung in die Kommentare. 4,8 war Serie, 435 PS. Und jetzt hat er knapp über 500. Was meint ihr, was fährt der 0-100 jetzt? Was glaubst du? 4,3 maximal. 4,3? Oh, ja. 4,3 wäre krass. 4,3, das ist so CLS 63 Niveau, ne? Aber er hat ja auch 70 PS mehr oder so. Über 70 fast. Ja, ja, der hatte 60 PS, ja. Also ungefähr hatte 60 PS. Aber natürlich 1000 Newtonmeter Drehmoment, ist schon Wort, ne? Also ich schätze mal ganz ehrlich, da wird die Zeit, der Zeitunterschied nicht so krass sein. Ich hoffe auf die 100-200er. Ich schätze 4,5. Das wäre schon, damit wäre ich schon zufrieden. Ne? Wenn es 4,3 ist, kriege ich 100 Euro. Alles klar, wir messen. So, fangen wir an mit 0-100. ESP ist aus. Ich mache ein bisschen Launch Control, Bremse, Wandler reinpumpen und los. Oha. 4,5. 4,49, ja. Ja, das hast du auch direkt. Alter Schwede. 4,5. So wie ich gesagt habe. Ja. Also, wo sind meine 100 Euro? Ja, den habe ich nicht. Alles klar. Okay, auf jeden Fall geiles Ergebnis. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal auf die Autobahn. Gegen den CL jetzt nochmal. Kleinen Kickdown auf der Autobahn und danach 100-200 messen. Let's go. So, jetzt sind wir auf der Autobahn. Hinter uns der Audi. Jetzt machen wir, wie gesagt, wie im letzten Video, nebeneinander herfahren. 3, 2, 1 los. Und dann, ja, gucken wir mal, bis wohin wir beschleunigen, aber einfach, dass man sieht, eventuell, der eine geht vor, der andere geht zurück. Was denkst du? Jetzt ganz ehrlich? Ich hoffe, dass wir gewinnen, ich habe keinen Plan. Also wir sind hier im CL, ne? Genau, ja, wir sind Team CL. Wir sind Team CL. Ich hoffe auch, dass wir gewinnen und ich bin aber gespannt trotzdem, weil das ist nochmal was anderes als 0-100, ne? Was hattest du nochmal 0-100? 0-100? Ja. 0-100 war ich zu zweit bei 5 und alleine habe ich 4,6 oder 4,7 gemessen. 100-200 habe ich nur zu zweit gemessen, da war ich bei 10,9. Ja. Egal, auf jeden Fall, Audi geht gleich neben uns und dann gucken wir mal, was passiert. Alles klar, also nebeneinander. 3, 2, 1, go! Okay, bremsen. What? Ebenbürtig! Damn! Ebenbürtig! Aber weißt du, was ich gemerkt habe? Gegen sowas hat sie verloren, ne? Gegen GTI. Ja, vorher. Deswegen die Soft Stage 1 jetzt. Das war jetzt aus Frust. Aber weißt du, was ich gemerkt habe? Das ist jetzt, also wir sind gleich, das ist sehr gut. Was ich aber gemerkt habe bei mir, das ist einfach so und das ist bei ihr besser, sie hat halt ein Doppelkupplungsgetriebe. Hast du gemerkt, wo er geschaltet hat? Ja. Wo er so kurz Leistung weg und dann, ne, nächsten Gang. Also, aber trotzdem, hammergeil. Zeig Mittelfinger. Hammergeil auf jeden Fall. Sehr gut, hat auf jeden Fall was gebracht. Bin ich jetzt auf die Zeit gespannt, ne? 100-200. Ja. Ich habe mich jetzt gerade kurz in den Audi gesetzt, ne? Hier wurde auf jeden Fall manipuliert und gecheatet, weil mein Tank ist, glaube ich, dreiviertel voll. Und guck mal, ihre ist auf Reserve. Siehst du das? Ist einfach räudig, ist das. Ne? Und dann noch sagen... Und wir sind noch zu zweit im Auto gewesen, ne? Ja.
Also, ich will ja nichts sagen, ne? Ich meine, sie wird das Video ja sehen, aber... Ist schon eine linke Bazille, ne? Betrügerin, ne? Wie sie da sitzt mit Kapuze auf, Sonnenbrille. S-Coupé, weißt du, Gangster. Ja, auf jeden Fall, jetzt müssen wir mal 100, 200 hier, ne? Also jetzt machen wir 100, 200. Ich bin echt gespannt. 3, 2, 1, let's go. Es geht bergauf, das muss ich dazu sagen. Aber er drückt trotzdem richtig gut rein. Jo, 12,6. 12,6? Ja. Boah, das sind fast 2 Sekunden, ne? Ja. Und es ging bergauf leicht. Das ist krass. 12,6 ist eine richtig geile Zahl. Also wir hatten ja gesagt, ich hatte ja gesagt, 14,2 hat er gehabt, ne? Ja. Habe ich geguckt, 14,2 zu 12,6, gut 1,5 Sekunden, ne? Ja, trotzdem. Oder fast 2, ne? Aber das ist schon mega gut. 12,6 und wir haben jetzt nur eine Messung gemacht. Leider bringt die, sag ich mal, wie sagt man? Umstände. Die Umstände lassen uns keine zweite Messung zu und es ist auch, wir wollen ja auch nichts gefährden, ne? Oder sonst was. Nix oder niemanden. Und von daher wollen wir es auch dabei belassen. Sehr geile Zahl, können wir uns dran orientieren. Ungefähr 12,5 Sekunden. Das sind 2 Sekunden. 1,5 bis 2 Sekunden schneller. 100, 200 ist schon eine geile Zeit. Kann man nicht anders sagen. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr die Zeiten findet. Ob ihr auch vielleicht eine Stage 1 habt. Falls ihr auch Bock habt auf so eine Stage 1, könnt ihr mir auch gerne bei Instagram schreiben. Kann ich euch gerne vermitteln weiter, wo wir das auch gemacht haben. Instagram blende ich hier unten ein. Ansonsten, falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr Videos sehen wollt und ihr auch sehen wollt, dass wir beim CL die Stage 1 machen und dann auch nochmal messen, schreibt es gerne in die Kommentare, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Guck mal nach hinten. Sieht das nicht geil aus, Digga? Sieht das nicht geil aus? Schon sexy Auto, ja. Soll mal überholen. Ja. Boah, sieht das geil aus, oder? Fahr, Junge. Gucken wir an. Sexy. You sexy motherfucker. Put in the dirt. Say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse. Jump in it first. Call up the nurse, put the beat in her hearse. This is absurd. Take the reserve. Don't get on the tracks, man, and they better swerve. Don't got a nerve, then I never curse. Just